Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Guild Wars 2. Der labert hier schon wieder. Seid nicht albern, Agent. Jedes Spielzeug braucht einen roten Knopf. Ja, jedes Spielzeug braucht einen roten Knopf. Wollt ihr vielleicht hier gerade ein Event starten? Ihr habt mir voll dazwischen gequatscht, Schöpfer Sie. So, aber hier haben wir auch ausgelockt, weil wir das Herzchen machen wollten. Unterbrecht die Experimente am Aquanarium Hydroposten. Zerstört die Isolationszellen, bastelt an der Stromversorgung und vertreibt die Inquestur. Na, nichts leichter als das. Dafür müssen wir schließlich nur hier ins Wasser hüpfen. Und da haben wir übrigens irgendeinen fiesen Wegmarke Sorge. Was haben wir denn da? Ein Champignon, der da wahrscheinlich hinten gerade die armen Quaggan tyrannisiert. Und außerdem ein Event, das ist natürlich cool, zerstört die Siliziumgeneratoren, um die gefangenen Quaggan zu befreien. Dann machen wir das mal. Ich guck mal, ob wir hier ganz gut klarkommen. Die sind ja immerhin einige Level unter uns. So. Kann trotzdem doof sein hier mit dem. Insbesondere hier mit so Golems. Ah, genau, schubst mich hier durch die Gegend. Der Golem Typ 1 macht außerdem Gebietsschaden und repariert sich selber. Das ist nicht toll. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Komm, geh schon kaputt. Prima. Dann machen wir den Inquestor-Hoshi hier. Au, 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 au. Ich bin in einem Static-Feld gefangen worden. So, super, 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 super. Wo sind sie denn, die gefangenen Quaggan? Da sind die Dilithium-Kondensatoren. Und ich sehe jetzt hier keine gefangenen Quaggan, wenn ich ehrlich bin. Wie ist denn das hier? Müssen wir die Teile kaputt machen? Oder wie? Diese da, die Psylithium-Dinger, die müssen wir kaputt machen. Und die Teile hier, die müssen wir einfach nur überlasten, ja? Aha. Ach so, das ist fürs Herzchen. Jetzt kommt da so ein Mechaniker, der versucht, das Ding hier wieder zu reparieren. Für das Event müssen wir die Generatoren zerstören. Okay. Na gut, na gut. Ich gehe davon aus, dass wir das Herzchen hier so ganz nebenbei und im Vorbeispazieren machen. Sogar hier im Kampf mit Inquestur habe ich mich niemals besser gefühlt. Komm, du Psylithium-Generator. Ich schieße hier auch mal so ein bisschen auf dich rum. Oh, 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 oh. Dammit, da sind ganz viele gekommen, um ihn zu beschützen. Das ist nicht toll. Au, au, au. Shit, ich bin hier voll in so eine blöde Spalte geschwommen. Das ist natürlich überhaupt nicht toll. Au, 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 au. Ich habe natürlich vergessen, unter Wasser mein Elite auszurüsten. Auch nicht toll. Ah, Inquestor Golem-Zauberer. Was machst du hier? Hm? Der hat es schon wieder zurückgesetzt. Na toll. Buckelwald ist glücklicherweise grün. Deshalb, selbst wenn ich versehentlich auf ihn drauf schießen würde, dann wird das jetzt nichts machen. Ach ja, Unterwasserkämpfe. Ich liebe sie nicht. Das dauert hier immer so lange. Aber es muss noch mindestens einen anderen Spieler geben, der sich hier um die Silizium-Generatoren kümmert. Denn, ich hoffe mal, dass ich die Dinger von hier aus erreiche. Ja, super, ich erreiche sie von hier aus. Aber Lebex hilft mir jetzt hier. Das ist natürlich cool. Hilfe der Elementarkraft. Na, was habe ich denn noch für ein Mist hier unter Wasser ausgerüstet? Das geht ja auf keine Kuhhaut hier. Was ist das für einer? Ist das ein Krieger? Ja, ich bin fantastisch. Oh ja. Gleich haben wir ihn kaputt. Dann haben wir immerhin die Hälfte der Generatoren zerstört. Den Rest muss er schon alleine geschafft haben. Okay. Da haben wir den Inquestur-Hoshi schon mal hin. So. Leider kriegen diese Dinger hier ja keine Debuffs, also Blutung oder so. Können wir so einem Generator leider nicht draufpacken.
Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, ne? Okay, Jungs, ihr seid alle hier so ein bisschen angeschlagen, aber da ist auch schon direkt der nächste Psyllium-Generator. Ist da oben noch ein... Ah, Professor, was ist es? Professor Locke? Und Pyrospastik Talk. Ja, perfekt, dann sind wir ja mindestens hier zu fünft. Oder zu viert, genau, zu viert. Was ja schön, dann geht das Ganze doch relativ schnell. Da unten haben wir so eine Isolationszelle der Inquestur. Ich gehe davon aus, dass hier die Quaggan drin sind. Na, die mache ich doch mal mit hier, die Isolationszelle. Das ist zumindest die erste, die ich sehe. Das erste, was irgendwie nach Gefängnis aussieht. Na komm, geh kaputt. Und Quaggan, du, wenn du da drin bist, schwimm! Schwimm in die Freiheit! Und bäm! Ja, da schwimmt ja die Wache! Eine kleine Wache, wie niedlich. So, wo sind die anderen Teile? Ah, in dieser Richtung. Einmal in dieser Richtung. Da ist hier der nächste Generator. Ich mach das mal hier von hier hinten aus. Ja. War ja klar, dass hier jetzt so ein dober Mechaniker kommt. Was ist denn? Der ist doch ein Nahkämpfer, ne? Wenn wir uns hier an diesen Silizium-Generator ranstellen. Komm doch mal hierher, hm? Dann kriegst du halt genug Flächendamage hier noch ab. Mhm. Ja, ich helfe euch gleich. Wobei, ich würde sagen, ich gebe dem Vorrang. Das Ding hier wird jetzt auch so kaputt gehen. So, da haben wir nämlich gleich schon unser Herzchen wieder voll. So, jetzt den Generator und dann mache ich noch den dritten. Wow! Diese Schraubfähigkeit der Krieger unter Wasser, die sieht natürlich schon nice aus. Ich sehe, habe ich ordentlich Skillex. Huiuiui. Meine 2 mag sich hier überhaupt gar nicht bewegen. Hm. Abgeschlossen, das Herzchen. Prima. Trotzdem helfen wir dem Kleinen aus der Isolationszelle noch raus. Außerdem fehlt für das Event ja auch noch ein Psyllium-Generator da unten. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Juhu, und wieder eine gute Tat, wieder eine gute Tat. Wo ist der letzte Generator? Da unten ist er. Professor Locke heißt er. Woher kenne ich den Namen, Professor Locke? Hm. Mir ist jedenfalls so, als hätte ich das schon mal gehört. Und zwar irgendwie in Verbindung mit einem Fernsehfilm oder mit einer Serie oder irgendwas. Die 2 will hier nicht. Warum nicht? Vielleicht kann ich die nur nicht auf diesem Silizium-Generator sprechen, weil das wahrscheinlich einfach gar nichts bringt. Abgeschlossen! Auf Wiedersehen! Tschüss, Professor Locke und ihr anderen! Das ist der einzige Name, den ich mir so richtig gut merken kann. Ah, allerdings, ich schwimme mal eben hier Richtung Süden. Da ist das Mannequin, was mir anzeigt, dass wir hier was entdecken können. Und? Yay! Lachmöweninsel entdeckt. Okay. So, haben wir denn irgendwas aufgenommen? Material lagern. Das Zahnrad packen wir nach hier unten. Und die zerlumpte Kluft können wir auseinandernehmen. Gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Ah, okay. Irgendwie habe ich gedacht, wir wären viel weiter südlich noch. Hm, na gut, dann müssen wir jetzt doch erstmal hier rüber noch zur Sturmklippeninsel, um dort eine Wegmarke zu holen und Fertigkeitenpunkt und so weiter und so fort. Ich bin quasi nebenan. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin hier während des Events total weit südlich gekommen. Aber weit gefehlt. Na denn. Streitlustige Krebse. Hier wird ja je allerhand Kram angespült, so wie das aussieht. Holzplanken. Irgendwelche Krüge, wobei die kommen vielleicht von den... Oh, hier schläft einer. Wer ist denn das hier?
Ein Flüchtling, oh. Oh, dann lassen wir sie mal weiter schlafen. Ein Flüchtling. So, hier können wir mal unsere Rüstung reparieren. Schwupp. Wunderbar, fliegt sie mir. Dankeschön. So, Waffen könnten wir hier kaufen. Hier könnten wir Rüstung kaufen. Ich will aber nur einen ganz normalen Händler. Gibt es sowas hier auch? Hallo? Nö, ne? Und ist dieses Zelt hier ganz zu? Wer sich darin wohl versteckt? Na gut, aber so richtig viel Zeugs, glaube ich, was ich verkaufen habe, habe ich gar nicht, weil das ist alles seelengebunden. Gut, das Zahnrad vielleicht, aber ich glaube, die anderen Sachen haben wir alle mal irgendwie als Belohnung für irgendwas bekommen. Kann ich hier wohl rauf? Na, komm, hüpfend. Ja! Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste jetzt hier unten diese Rampe komplett drauflaufen. Na, da habe ich aber Glück gehabt. So, zu dem Aussichtspunkt da oben. Da komme ich, glaube ich, hierüber nicht, oder? Es würde mich jedenfalls wundern. Ich meine... Oder etwa doch? Lol. Ich glaube, die letzten Male, wenn ich hier hochgegangen bin, um mir den zu holen, habe ich immer total weit ausgeholt. Und zwar bin ich irgendwie so hochgegangen. Ja, wieder was dazu gelernt. Schauen wir uns hier mal den Ort an. Mann, 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 dieses Türmchen da hinten, das sieht so schön aus. Irgendwann habe ich mal da oben jemanden drauf stehen sehen. Und ich weiß nicht, ich habe hier bestimmt 2 Stunden hier an diesem kleinen Fort verbracht, um zu gucken, wie ich denn da raufkommen kann. Geht aber nicht. Das kann man zwar erreichen, allerdings nur über einen Trick. Und zwar gibt es ja hier in der gramvollen Meerenge dieses kleine Rätsel, wo wir nur kurz mal hingeschwommen waren. Ich glaube, das ist ungefähr hier so der Eingang. Und man kann sich dort mit einer richtigen Kombination auf dieses kleine Eiland teleportieren lassen und von dort aus wieder zurück. Und dann gibt es anscheinend irgendwie einen Zufallsgenerator, wo man hier in der Blutstromküste landet. An unterschiedlichen Orten kann man landen. Und einer dieser Orte ist, und das ist nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, glaube ich, zu erreichen, eben oben auf diesem Turm drauf. Aber wenn man mal da oben ist, total geil. Das ist ja hier so in den Wolken drin und es sieht einfach mega gut aus. So, der Fertigkeitenpunkt und die Sehenswürdigkeit da drin holen wir uns noch. Hier drin läuft auch manchmal ein Event, aber jetzt gerade ja nicht. Ist auch ganz gut so, dann können wir uns hier flott weiter gen Süden gleich bewegen. Ich glaube, für den Fertigkeitenpunkt müssen wir hier irgendwie die Kanonen bedienen, ne? Wie war das noch? Kanonen feuert man immer mit Präzision und Geduld, sowie zum richtigen Zeitpunkt ab. Denkt ihr, dass ihr das Zeug dazu habt? Was soll ich denn machen? Verwendet eine meiner Kanonen dort drüben, um die Ziele auf der Felswand zu treffen. Trefft 3-mal und ich bin zufrieden. Okay, okay, okay. Nehmen wir einfach diese Kanone hier. Ach so, ja, wartet mal. Das ist ja schon ganz gut gedreht für diese beiden Kerlchen hier oben, oder? Ich würde sagen, Hälfte aufziehen und feuern. Bäm, das ist die erste. Okay, und noch einmal halb aufziehen und... Boom! Ja, wunderbar. Und dann vielleicht noch den da hinten. Wahrscheinlich reicht da nämlich auch halb aufziehen. Gucken wir mal. Bisschen mehr habe ich aufgezogen. Oh, das ist zu weit gewesen. Das war zu weit. Dann ziehen wir mal nur knapp unter halb auf. Ah, immer noch zu weit. Dann mal ein Viertel. Na, nicht weit genug. Ein bisschen mehr als ein Viertel. So, vielleicht ein Drittel. Ja, super, geschafft. Tatsache. 3-mal haben gereicht. Sehr schön.
Gut, dann orientieren wir uns nochmal auf der Karte, wo es denn jetzt hingeht. Sturmklippeninseln haben wir abgeschlossen. Ja, hier unten drin hätten wir zwei Herzchen und eine Sehenswürdigkeit. Aber wir haben ja jetzt hier schon bei der Lachmöweninsel alles Mögliche freigelegt. Eine Sehenswürdigkeit. Also von allem etwas quasi. Nur kein Herzchen. Insofern schlage ich vor, dass wir einfach darüber gehen. Das ist ja auch nicht weit. Hui! Oh, 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 das wird wehtun, genau. Ich werde schneller. Eieiei, Jerome, was ist mit dir passiert? Oder Jerome? Wie auch immer man dich ausspricht, keine Ahnung. Okay. Oh, die Kampfskale, die können uns mal gestohlen bleiben. Wie gesagt, es geht uns ja hier nur ums schnelle Leveln. Wir wollen uns hier gerade gar nicht großartig mit den... oh, die Kampagne gegen Tilda Covington. Tilda Covington ist besiegt und die Lachmöweninsel steht unter der Kontrolle der Löwengarde. Das ist aber schön. Dann haben wir auch die Zeit, mal eben so einen Tugawa-Schößling mitzunehmen. Schniek. Da liegt er, geknickt, das Bäumchen. So, wie war das denn nochmal mit dem Reinkommen hier? Also ich meine, wenn die Löweninsel unter unserer Kontrolle ist, dann dürfte hier die Tür offen sein, oder? Ja, die Tür ist offen. Das heißt, wir haben es hier relativ einfach jetzt. Wenn... Ich brauche Hilfe für ein kleines Abenteuer. Ah, nee, gerade nicht, ihr Lieben, du Liebe. Ich zeige euch mal eben, wie ihr hier noch raufkommen könnt, wenn hier gerade das Event läuft. Dann startet man ja hier unten bei der einen Wegmarke. Mehr Wissen für mich! Mehr Wissen für mich! Ach, Redja, du bist genauso positiv wie ich meistens. So, dann lassen wir mal die Piraten, die jetzt hier irgendwie noch rumstrummern, aus. So, wie war das jetzt nochmal? Da man von hier unten... Ach so, übers Wasser kommt man vielleicht auch immer rein. Aber es ist natürlich ein krasser Umweg. Wenn man hierher möchte, weil das Event gerade läuft und den kürzesten und schnellsten Weg nehmen möchte, dann eben teleportiert man zu dieser Wegmarke, Lachmöwe, und... Dann geht man hier irgendwo über den Fels. Jetzt suche ich mal gerade den Aufstieg. Wow, auferstandene Abscheulichkeit. Was bist du für ein hässlicher Kerl? Level 50. Machen wir den mal? Klar, den machen wir mal. Ja, lauf du mal. Ah, er war immun gegen mein Static-Feld. Oh je, oh je. Aber er hält nicht viel aus. Er hält nicht viel aus. Er hält gar nichts aus. Du bist gleich tot. Ja. Bäm. Oh. Au. Voll Kanne auf mein Gesicht gefallen. So groß war er und hat doch nichts ausgehalten. Ja, genau. Keine Ahnung. Man muss hier irgendwie... Irgendwie hier so rauf. Genau, ach genau, da oben, wo der Kleine hat mich erstmal hier zu Klumpatsch geschlagen. Hier irgendwie so rauf, genau. Über diesen Felsen juckeln und dann kommt man auch in dieses Gebiet rein. Ohne, wie gesagt, außen total weit umzuschwimmen hier. Ja, super. Autsch. Und Autsch. Jetzt müssen wir nur noch den Aussichtspunkt erreichen und den Fertigkeitenpunkt. So, gehen wir mal hier rein. Ignorieren hier einfach alle Piraten, die wir hier so haben. Folgen einfach nur dem Weg. So. So, und da sind wir schon. Da sind wir schon richtig für den Aussichtspunkt.
Ich finde, das sieht so cool aus, wie sie hier diese ganzen Schiffe übereinander gestapelt haben. Ich meine, man muss auch mal erstmal auf die Idee kommen, finde ich. So, dann wollen wir jetzt noch einmal den Fertigkeitenpunkt holen. Da weiß ich jetzt allerdings nicht so hundertprozentig, wie man da hinkommt. Naja, ob man da wohl auch irgendwie abkürzen kann? Ich weiß es nicht. Nee, hier kommt man wohl nur raus, würde ich sagen. Es muss irgendwo hier im Schiffsrumpf sein. Deswegen gehen wir mal hier rein. Aha. Ja, also hier wohl nicht. Hier sind wir wohl falsch. Ach so, hier können wir jetzt vielleicht rein, ja? Und immer nach unten, wie mir scheint. Ja, auch hier geht es noch weiter runter. Da kann man jetzt nicht mehr drum herum. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, da ist er. Der Fertigkeitenpunkt. Kommunizieren wir damit. Das Wasser unter Tyda Covingtons Basis auf der Lachmöweninsel ist überraschend kalt. Eine unsichtbare Energie lässt es wogen und lockt jene, denen es nach Reichtum dürstet. Ja, dann halten wir mal mit diesem... Oh, der macht Zwiesprache. Oh Gott, ey. Ich ertrinke gleich. Ja, super. Okay, auch auf der Lachmöweninsel dürften wir fertig sein. Dann würde ich vorschlagen, wir springen mal zur Wegmarke Lachmöwe zurück und schwimmen rüber zur Handelsschiffsstraße. Und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich ein paar etwas langweiligere, einfach nur Level erforschen, Levelgebiete erforschen und ein bisschen ja rumleveln, XP farmen, Folgen geben, weil wir halt erstmal Level 60 erreichen müssen. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin.